Die Bedeutung des Glaubenswissens geht aber weit über die missionarische Dimension hinaus. Denn Glaube heißt zuallererst Lebensdeutung. Martin Luther hat einmal gesagt, und das ist schon gestern bei der Landessynodalausschusssitzung einmal genannt worden, Glaube oder umgekehrt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Dieses berühmte Zitat von Martin Luther. Und er hat damit eine auch für die moderne Gesellschaft höchst aktuelle Aussage getroffen. Jeder und jede von uns, egal welche Weltanschauung wir vertreten, lebt auf der Basis grundlegender Überzeugungen, grundlegender Bindungen, grundlegender Annahmen, grundlegender Prioritäten, die unser Leben leiten. Man kann so etwas, so wird es in der Diskussion oft benannt, Grundnarrative nennen. Also so eine Art Grunderzählung, die mein ganzes Leben, mein Denken und eben auch die Deutung meines Lebens und die Deutung der Welt prägen. Jeder und jede deutet auf der Basis dieser Grunderzählungen die eigenen Erfahrungen. Zugespitzt gesagt, ungedeutetes Leben gibt es nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es für eine moderne Gesellschaft geradezu aufklärerische Bedeutung hat, wenn Religionsgemeinschaften explizit Rechenschaft abgeben über ihre Grundlagen zur Deutung des Lebens. Als Christen sagen wir, aus dem Glauben leben heißt, die Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie in der Bibel aufgeschrieben worden ist, zur eigenen Geschichte werden zu lassen. Die Geschichten der Bibel sozusagen in die eigene Lebensgeschichte einzuschreiben und diese Lebensgeschichte auf dieser Basis zu deuten. Dass wir darüber explizit Auskunft geben, woher wir kommen, das ist eine aufklärerische Leistung in der Gesellschaft insgesamt.